Oh, da kommt noch einer, Nicht. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Wir müssen ja, wie gesagt, unser Auto umbauen auf jeden Fall. Den sehr gut geschrotteten oder halb geschrotteten, sagen wir es mal so, Satsuma. Weil irgendwas ist mit der, irgendwas funktioniert mit der Meshef-Datei nicht mehr. Wenn du die löscht, waren eigentlich die ganzen Dellen und so alles weg. Ja, irgendwie funktioniert das nicht mehr so wirklich, ne? Und wir müssen dann, wie gesagt, den Satsuma umbauen und wir müssen dann Suski irgendwie abfangen. Trabant ist da, sehr schön. Den musste ich wieder zurückholen, weil der wieder durch die Map geploppt ist. Nur steht er an einer komischen oder ungünstigen Stelle, würde ich sagen. War der nicht immer? Habe ich wieder die falschen Koordinaten eingegeben? Schweinerei. So, da ist das gute Stück, weil wir da schon gerade davon geredet haben. Der Trabant. Und da gibt es gleich, beziehungsweise habe ich das Update eigentlich schon drauf gemacht. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Wir stecken mal Schlüssel rein. So, Handbremse. Ist der Sound geändert worden? Täuscht das oder ist der Sound geändert worden? So, jetzt gucken wir mal was. Ha, es funktioniert. Wunderbar. Dafür gibt es einen Daumen nach oben schon mal. Extra, nur für Brennfuchs. Der Trabant hat nämlich jetzt ein Blinkersystem. Was auch funktioniert in der Tat, ne? So. Jetzt muss ich mal erstmal wieder hier so reinzoomen. Also, rechter Blinker. Hinten funktioniert es auch. Wunderbar. Na, lass mich rein. Immer diese Macken hier, der. So, mach mal aus. Und probieren wir das Ganze natürlich auch noch mit dem linken Blinker. So, wunderbar. Brennfuchs bestätigt, anderer Sound. Ist mir sofort aufgefallen. Sehr schön, also der Trabant hat jetzt sogar ein Blinkersystem. Ist noch irgendwas anderes erneuert worden? Ich bin gerade aktuell nicht up to date, was den Trabant angeht. Da fehlt der Motor. Wie kann der fahren? Oder habt ihr den jetzt hinten eingebaut? Da ist ja der Kofferraum. Okay. So, dann holen wir unser Schmuckstück mal hier vor. Machen wir die Tür auf. Weil wir müssen ja langsam Richtung der City düsen. Wenn da, mach mal die ganzen restlichen Vorbereitungen. So. Und mit dem muss. Klappt das jetzt mit Anfahren? Ne, klappt immer noch nicht. Da musst du immer noch Zwischengas geben. Was denn jetzt los? Was ist hier los? Guck doch mal ein bisschen in den Chat, während ich versuche, den Trabant anzukriegen. Brennfuchs schreibt, das ist ein Bug. Du darfst sie nicht abwürgen. Ja. Und jetzt soll ich was soll ich jetzt damit machen? Nicht stehen lassen oder was? Den Bug hast du damit Absicht eingebaut, oder? Die Hupe ist auch verschoben. Die Hupe ist auch verschoben? Was heißt denn ist verschoben? Hupe geht gar nicht. Der geht bloß, glaube ich, wenn er an ist, oder? Hupe. Da, ach, hier drüben ist die Hupe. Ach, hier, das ist natürlich nice. Sehr nice. Weniger nice, dass es ein Bug ist, dass wir den nicht ankriegen. Geht ja gut los, schreibt Masla. Ja, ich freue mich. Das große Ziel, das Ende des von MySummerCars in diesem Livestream, das rückt immer weiter in die Ferne. So, ich glaube, wir werden den Trabant mal ganz vorsichtig nach vorne tragen. Da haben wir ja gleich mal eine Challenge. In die City mit den Trabi fahren, ohne dass das Ding abwirkt. Ich glaube, das hat Brennfuchs mit Absicht gemacht. So. Schau in den Spiegel, wenn du den Trabant verlässt. Na, jetzt bin ich immer gespannt. So, jetzt stellen wir den hier erstmal hin. So. Zack.
Jemand aus der Community hat auch mal gefragt, ob wir versuchen können, das Haus anzuzünden. Dieser Part mit Mod. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist alles drin. Das werden wir natürlich versuchen, auch wenn ich nicht glaube, dass das Apartment fackeln wird. Aber wir probieren es aus. Wir machen ja heute das große Finale. Wir müssen ja, wie gesagt, auch wenn wir die Runden mit Suski gedreht haben und dann irgendwann mal das Blackout erleben, müssen wir ja eh noch abwarten. Dann ruft sie erst irgendwann an. Dann ist ja eigentlich erst wirklich das Spiel beendet, ne? Wo ist denn jetzt? Hier ist es. So. Das nehmen wir mit. Was nehmen wir noch Schönes mit? Haben wir Bier? Bier müssten wir noch da haben. Hau das mal hier drauf. So. Der Tabak hat die richtige Größe. Wir nehmen trotzdem mal so einen Kasten mit. So. Ich hatte ja erst Bierkasten geholt, ne? So. Zack. So. Benny HD schreibt rein, bei mir hat die Enable Apartment Mod Eros. Ja, weil die nicht geupdatet worden ist für die aktuelle Version. Aktuell kannst du die Rent Apartment Mod nutzen. Die funktioniert ohne Probleme. Die Enable Apartment Mod, die ist nicht geupdatet worden. Weiß auch nicht, ob die noch geupdatet wird oder ob die das einfach sein lassen. Sag mal so, es steckt halt sehr viel Arbeit dahinter, ne? So, jetzt schottendicht hier. Schottendicht hier. Ich guck bloß nochmal, ob wir irgendwas brauchen. Die CD bräuchte man. Ich versuch's trotzdem mal, auch wenn eigentlich sich das schon verabschiedet hat. Das ist die Mod. Oh, jetzt kannst du in die Tasche stecken. Na komm, so. Zack, zack, zack. In Staffel 3 gucken wir auch mal wegen den Lotto nochmal genau, ne? Das gab es ja auch am Anfang Probleme. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile auch schon behoben haben. Wir gucken dann einfach mal, würde ich sagen. So, jetzt sind wir hier fertig. Zack. Das könnte sein, dass das letzte Mal wir das jetzt, das elterliche Haus gesehen haben. Ist hier noch irgendwas? Werkzeugkoffer brauchen wir nicht. Haben die Mod vom Brennfuchs. Radio haben wir auch. Ja, ich würde sagen, wir haben alles. Na. So. Gucken wir nochmal kurz, bevor wir losfahren, in den Chat, was die so schreiben. Ist ein Problem mit dem Startersystem, mein Brennfuchs, okay. Lass den Fernseher einfach. Was? Lass den Fernseher einfach? Okay, wir gucken gleich nochmal in den Spiegel. Mal gucken, was wir da für Veränderungen haben. So, Lala ist dabei. Wunderschönen guten Abend. Ja, richtig. Brutus heißt er, liebe Tina. Brutus heißt er. Nicht Bruno, sondern Brutus. Das ist immer noch sauer. Fabian Kornfeld, den Benzinkanister. Wozu braucht... Ach ja, stimmt ja. Wenn Maimer Feuer ist, dann... Genau. Sehr gut. Ist gut, dass wir immer wieder mal in den Chat gucken. Benzinkanister. Oder haben wir den schon? Ich glaube, den hatten wir schon mitgenommen, oder? Oh Mann, das ist so lange her. So. Raffel Monster ist gerade ein Eis, lass dir es schmecken. Ich glaube, wir haben den Benzinkanister schon in unserem neuen Apartment. Gut, ich würde sagen, ja, Feuerwerk haben wir, da können wir Feuer machen, da können wir Feuer anzünden. Ansonsten müssen wir mal gucken, wo das ist. So, kriege ich die Tonne hier rein? Wir testen es aus. Ja, jetzt. So. Ich bezweifle es. Naja. Gut, das ist auch so ein Hosentaschenfall hier. Das können wir dann in Staffel 3 nicht mehr machen. So. Aber wir wollen ja auch mal den Kofferraum sehen hier. Zack. Rinder. So, Rinder. So, jetzt gucken wir nochmal ein letztes Mal in den Chat. Dann kann ich nicht mehr in den Chat gucken derweil, weil während des Fahrens ist schon blöd. So. Blaulichtreport. So schwer ist das, ist der Name nicht. Ist auch dabei. Schönen guten Abend. Nimm den Helm mit, für das dein Fensterscheibe kaputt geht, dass dir die Viecher in die Augen. Das ist gut. Das ist eine sehr gute Idee. Ist der Helm hier? Ja, das spawnt komischerweise auch immer hier, auch wenn wir in den Apartment den haben. Das spawnt immer hier. So, haben wir einstecken. So. Betrinkst du dich wieder am Ende, fragt Moritz. Da müssen wir mal gucken. Wenn wir erfolgreich waren, könnte man drauf feiern, ne? Wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. So. Ich esse gerade ein Eis. Das hat man gerade. Ich vermute, du hast eine alte CD-Player. Das was ist? Wo war ich denn? Bei Nexus. Dann ist keine aktuelle bei Nexus Blaulicht. Die habe ich ja von... So. Steig in den... Was? Schau in den Spiegel, wenn ich aussteige. Schau in den Spiegel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Das hier? Die Spiegelposition?
Der schickt hier draußen, hat er auch einen Spiegel. Ist schon nice. Anstellen kann man sich, glaube ich, immer noch nicht. Das ist richtig. So. Handbremse lösen. So, dann starten wir mal. Ich gucke noch ein letztes Mal in den Chat. Wie heißt die Reifenhalterungsmod? Oh Gott, wie hieß die? Uno Momento. Uno Momento. Was du nicht in den Kopf hast, hast du in den Beinen, ne? Den haben wir ja gefunden gehabt. Wie hieß er? Tireback Mod. So hieß er. Damit haben wir die Frage auch noch beantwortet. So, ich hoffe, wir kommen jetzt mal dazu, dass wir jetzt losfahren. Wir haben eine Challenge. Der Band darf nicht abwirken, ansonsten haben wir ein Problem. So. Lala fragt, hast du schon den Leopardenplüsch? Leopard nicht, wir haben Zebra. Geht das nur mit Leoparden? Ich denke, das geht mit allen. Jetzt sag ja nicht, ich muss noch Leopardenplüsch bestellen. Wir haben Zebra bestellt. Zebra, so wie es schön im Katalog steht. Tina entschuldigt sich, dass es ihr leid tut. Ja, das werden wir sehen. So. Genau, ich eben gebe den Hinweis. Schaut bei mir in den Discord einfach mal rein. Da stehen alle Mods verlinkt, inklusive den Verlinkungen. Da findet ihr alle Mods. So, jetzt würde ich sagen, der Hund ist da. Schönen guten Abend und jetzt geht's los. Wir konzentrieren uns. Wir haben eine Challenge. Wir geben Gas. Let's go. Ja, nicht abwürgen, das Ding. Oh, guck mal, da ist... Das Objekt der Begierde für diese heutige Livestream. Suski. Können wir die nicht umbenennen in Chantal oder so? Suski. Schlimm. Schlimm. Aber es ist gut, dass sie da steht, ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder... Ach ja, das Pornobüch müssen wir ja nur umbestellen. So. Oh, Telefon. Wer auch immer da am Apparat ist. Jetzt ist er abgekackt. Siehst du? Oh Mann. So, jetzt können wir es natürlich gerne zeigen. Ja, so. Ach. Jock ist immer noch nicht da. So. Er ist abgewürgt. Jetzt wollen wir neu starten. Zack. Und er springt nicht mehr an. Teste die Warnblinker. Wenn du mir verrätst, wie man die Warnblinkanlage anmacht. Das ist Scheibenwischer. Das ist Licht. Licht geht. Ach. Jetzt sagen die, das geht. Nee. Geht aber jetzt nicht der Blinker bloß, weil es Licht an ist, oder? Ich weiß gar nicht, wie man mit Taste hier die Warnblinker anmacht. Knopf gibt es ja hier nicht, ne? Ja. Haben wir ihn jetzt gefunden? Ach, wir haben es gefunden. Tada! So. Also Warnblinkanlage funktioniert auch. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wie gesagt, aber leider der Bug, dass wenn du abgestorben ist hier, einmal verreckt ist, springt der nicht an, bevor du halt neu lädst. Ja gut, dann haben wir hier wieder ein Auto im Weg stehen. Das ist natürlich richtig schick. Jetzt mach doch mal zu, die Kiste hier. Na? Danke. So, wo ist denn Jocke schon wieder? Die haben tatsächlich wieder gefeiert, ne? Jocke! Sieht's wieder aus wie Sau. Telefon! Tschüss, Jungs! Telefon ist wichtig. Wer weiß, wer das schon wieder ist. Könnte der Holzkunde wieder sein, ne? Möller Schmidt. Ja. Das wird nicht mehr in Staffel 2. Das ist vorbei. Ja, wir waren doch erst letztens bei ihm. Wie viel feuern sie denn? Es ist Sommer. Es ist warm. Ich habe einen Ventilator an. Wie können sie so viel heizen? Meine Güte. So, Strafzettel müssen wir auch noch bezahlen. Kio hat man jetzt schon vorbereitet, aber Jocke hat erstmal wieder vorgezogen, sich einen hinter die Binde zu kippen. Gut. Wir kümmern uns kurz um die Bedürfnisse. So. So, hier, Zebra habe ich. Ich habe extra Zebra geholt. Ich fand Zebra ja noch halbwegs in Ordnung. Aber Leopardenplüsch. Pff. Okay. Was machen die da drüben? So.
Dann guck mal nach. Wir brauchen Pono, Plüsch. Pink, habt ihr gesagt, geht auch, ne? Leopardi. Leopardi. Plüschi. Plüschi. Wir bestellen einmal Plüschi für 139. Wir machen das mal. Wir machen beides, falls irgendwas schief geht. So, zack. Da haben wir den Brief. Den können wir einmal einstecken. Dann fahre. Der Satsuma sieht aus, ne? Irgendwie wird das immer schlimmer mit dem Auto. Ich hoffe, der überlebt den Livestream, ey. Heidi Witzka. So. Dann düsen wir einmal kurz in die City. Zack. Wir natürlich dann mal über das Cheat-Menü natürlich die Bestellung ranzaubern. Weil ansonsten könnte es zu lange dauern. Ein Klick zu viel. Dankeschön. So. Dann einmal zack. So, ich guck mal ganz kurz, was im Chat abgeht. Vier Gänge, genau. Okay. In Relay fährt der Trabi nur auch 80 bis 100. Also man hat ihn ordentlich umgetunt, ne? Test, die Warnblinker haben wir erledigt. Kann man Häkchenrunde machen? Schieb doch mal und dann probier mal anzumachen. Das funktioniert nicht, wenn es ein Bug ist. Der ist ja wieder Rusko. So ungefähr. Finnbauch, dann was? Claudine doch mal das Trinken. Du kannst nur das Hochprozentige da klauen und wenn du das trinkst, das haben wir ja auch schon gemacht, dann wirst du blind und dann dauert das Ewigkeiten. Und wir haben heute ein Ziel gesteckt. So, Pink geht. Leopard geht aber zu 100%. Deswegen haben wir jetzt beides bestellt. So, zack. Handbremse ein einmal zu Taimo. Ja. Zack. Und let's go. So, zum Glück haben wir einen Trabi hier mit Warnblinkanlage hingestellt, ne? Also wer gegen das Auto jetzt fährt, ist selber schuld. Ich hoffe, Süßki bleibt jetzt noch eine Weile stehen, ne? So. Zack. Bremsen, Vorsicht. Die Leute warten drauf, dass wir heute sterben. So. Na, Süßki. Altes Haus. So, ich packe extra mal weit weg. So, bleib doch mal stehen. So. Wir brauchen... Nee, ich möchte nicht einsteigen. Ich möchte eigentlich nur ablegen. Wir brauchen Bestellung. So. Zick. Na, Hasi Pupsi, wie geht's dir? Auf was wart's denn? Auf dem Bus? Die Bushaltestelle ist da hinten. Hier kommt kein... Ist eine dicke Lippe riskiert? Weh. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob das mal jetzt... Kann ich hier drin stehen und die Bestellung herbeizaubern? Wir lassen mal vor, aber außerhalb. Ja, ja. Machen wir Tür zu. Dann fühle ich mich wohler. Lalalala. Hallöchen. Oh, dein... Oh, die Bestellung ist da. Sehr schön. Dankeschön. So. So. Hat keiner gesehen, ne? Bambala. Die Sprache, ne? Oh Mann. Gut. So. Achso, ich wollte noch gucken, ob der Onkel hier irgendwie wieder gelandet ist. Hatten wir ja in der letzten Let's Play-Folge am Mittwoch, ne? Ich frage mich aber auch, das wurde auch von euch gestellt, die Frage, wie es sein kann, dass unser Onkel im Pub bleiben kann. Ja gut, wenn er eingesperrt ist, ist er eingesperrt, ne? Ich weiß gar nicht, wird man rausgeschmissen? Ne, kein Onkel da. Deswegen wollen wir nicht anrufen. So, Suski, du wartest bitte hier, ja? Ich komme gleich wieder. Wir wollen nur ganz schnell pinkes Pornoblüsch aufziehen. In der Hoffnung, wir kriegen ein Achievement. Kann man das glauben? Ich glaube nicht. So, anschnallen. Ganz wichtig beim Autofahren. Kurt kann Leben retten. So.
Dann kümmern wir uns mal um den Aufbau unseres guten Satsumas, würde ich sagen. Also Vorsicht, oh, Vorsicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich in den vierten Gang sollst du das runterschalten. Ja, dieser Van, ne? So. Zack. Lass mich einparken. Da. Handbremse, Motor aus. Zack. Ja. Der Gurt musste schon ab. So. Zack. So, zack. So. Dann schauen wir mal. Das können wir aufmachen. So, kleines Unboxing im Livestream. Okay, so schwer ist aber pornoblich jetzt nicht, ne? So, zack. Das klappt mir kein Schwein, ne? So, wir brauchen einmal auf jeden Fall noch ein Schraubenschlüsselset. Immer noch am Saufen. Ich wollte eigentlich einen Strafzettel noch bezahlen. Nein, Glück. Selbst wenn wir Suski durch die Gegend gefahren haben, brauchen wir noch ein bisschen Zeit, ne? Deswegen, so viel Zeit haben wir gar nicht hier im Livestream. Deswegen mussten wir jetzt natürlich die Bestellung herbeizaubern. Auch wenn bestimmt wieder der ein oder andere da rummeckern mag. Aber wir haben ja letztens gesehen, wie lange es gedauert hat, bis die Bestellung irgendwann mal automatisch kam. So, was brauche ich denn jetzt? Sehr schön. So. Zack. Größe 8, sagt er. Naja, dann. Gucken wir mal im Werkzeugkoffer nach. Größe 8. Die Stoßstange ist ja gar nichts mehr zu sehen auf der linken Seite. So, wo war die Schraube hier? Zack. Hier ist die Halterung, alles klar. Die Stoßstange geht aber vorher schon weg. Ich frage mich, was das mit der Meshef-Datei, was damit los ist, warum das nicht mehr funktioniert. Zack. So, dann würde ich sagen, können wir auch von hier aufziehen. Das läuft natürlich. Was ist das eigentlich? Es gibt ja noch andere Sachen. Sieht der Sitz. Dann setzen wir den Sitz schon mal drauf. Oh Gott. Oh Gott. Heidi Witzka. So. Dann weiteres Unboxing. So. So, einmal Pornoblüsch, Leopardi. Das hauen wir erstmal hier mit rein. So, zack. Das ist was nett. Na. Ich höre den Cousin, glaube ich, schon wieder. So, Leopardi Lenkrad und Porno Pinkblüsch Lenkrad. Zack. Oh Gott. Ich die Farbe schon sehe, ne? Ach ja. Da war ja noch was, ne? Mit dem Lenkrad. Da war ja noch was. So. Zack. Errungenschaft freigeschalten. Pimp it. Pimp it up. Sehr schön. So, passt auf. Wir müssen das Lenkrad dann noch ausbauen. Ich weiß gar nicht, brauchte man das Lenkrad unbedingt? Größe 10. Wir machen es jetzt einfach. Wir machen es einmal komplett. So. Dann machen wir das gute GT-Lenkrad weg. So. Einmal umschalten. So.
Taschen auf. Was haben wir denn? Wo ist es denn? Nein, nicht die Tür öffnen. Du sollst das Lenkrad hier dran machen. Mehr sollst du nicht machen. So. Pinkes Pornoplüsch. Bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ansonsten haben wir zum Glück noch Leopardi. Boah, wer macht sich sowas ins Auto rein? Ehrlich, ohne Scheiß. So. Ich denke mal, als nächstes müssen wir zu Fletari düsen. So. Nee. Choke rausziehen. Muss natürlich wieder erstmal warm laufen. Dann kann ich da weiter mal gucken, was so im Chat abgeht. Wir räumen noch kurz auf. Zack. Und jetzt. Zack. So. X-Mess Lights. Weihnachtsbeleuchtung. Musste man die auch verkabeln? Ne, Gott sei Dank nicht. Boah, wenn ich das sehe, ne? Wenn ich das sehe. So, was haben wir denn noch so Schönes? Jetzt gucken wir noch mal einmal kurz im Chat nach. Na, ist möglich, ein Auto ohne Lenkrad zu fahren. Man kann halt nicht lenken. Ja, vor oder zurück, ne? Irgendwann ist dann Sense. Naja, der Trecker hat auch Licht ohne Birnen, ja, weil es ja neu gemacht worden ist. Also ich bin ab jetzt nur nebenbei dabei. Ein Wunder, dass du das mit der Temperatur aushältst. Das nennt man Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen. Und der Ventilator läuft auf Stufe 3. So. Raphael Monster, kannst du heute bitte den Rusko holen? Wie gesagt, das machen wir. Alice Bauer, schaut richtig geil, doch so pink aus. Nee, das ist nicht schön. Ach ja, bei uns sind es jetzt 21 Grad wieder lüften. Erstmal. Bei uns ist, glaube ich, noch wärmer. Ich gucke da mal eine Pause nach, wie warm es bei uns ist. Ein Glück habe ich den Lüfter hier. Da hast du recht, wer macht es sich sowas ins Auto rein? Ne, ich auf jeden Fall nicht. So. Lala, das sieht doch gut aus. Ich bezweifle es, dass das gut aussieht. Wir haben ja auch Damen hier anwesend. Sag doch mal, was, wie findet ihr die Innenausstattung des Satsuma, so wie er gerade aktuell ist? Ihr seht schon, Pearl schreibt, Pink steht dir rein, ja. Nee, steht mir absolut nicht. Das ist absolut keine Farbe für mich. Oder auch so, wenn man so Männer sieht mit rosa Hemden oder so. Nix für mich. Oh mein Gott. So. Finn Bau findet die Weihnachtsbeleuchtung geil. Okay, okay. QVCK 99 fragt, kennst du mich noch? Wenn du mir Hinweise gibst. Auf was das jetzt bezogen ist, deine Frage. Also vom Namen her kenne ich dich noch, natürlich. Bist ja schon lange dabei, wie so viele andere auch. So, wir verkaufen ganz schnell erstmal. Ist gut, Brutus. Unseren Killio. Dass wir den los sind. Ist gut, Brutus. Jetzt mach mal nicht so einen Wind hier, ne? So, jetzt müssen wir erstmal hier eine Flasche wieder abgeben, dass er kosten kann. Der feinste Sugar Wine. So, Raphael Monster gebe ich recht, scheiße und hässlich sieht das aus. Ja, sag ich doch, das ist der beste, den du jemals kriegst, du. Ich sag's dir. Was zahlst du denn? Perfekt, 170. Ich hab noch ein bisschen was für dich. Brutus! So, so, so. Ich hoffe, das tut sich jetzt auch, ohne dass wir es kontrollieren, aktualisieren. Ich würde den Strafzettel nach der Reparatur bezahlen wollen, wenn wir überhaupt noch so viel Geld haben. Das ist jetzt mal die Frage dahingestellt, ne? So, gehen wir ein Stück zurück, dass hier vorne noch was drauf haben kannst. Ja, Stapelkünstler hier. So, und der muss hier noch drauf. Stehen bleiben. Sehr schön. Geht doch. 3400 Mark haben wir, ja? Ich glaube, das Geld reicht ja nicht. Ich glaube, das Geld... Also für den Strafzettel wird es reichen, aber wir brauchen das ja auch noch für die Reparatur, ne? Und ich glaube nicht, dass das nur... 200 Marker kostet. Egal. Egal.
So. Wir düsen jetzt erstmal zu. Ey, das sieht aus, ey. Ich bin mal gespannt, was überhaupt. Oh Gott, Augenkrebs für alle hier. Einmal kräftig. So, auf zu. Auf zu Timer. Nicht zu Timer, zu Flitari. So, Schurke einmal reinstecken. Warum bist du ja jetzt? So, Handbremse ist gelöst. Let's go. So. Ich glaube, das Strafzettel bezahlen, das schaffen wir definitiv nicht hier in Staffel 2. Aber ist auch nicht so wichtig. Solange wir dafür nicht ins Gefängnis kommen. So. Auf geht's. Vor allem die Optik. Grün, pink und dann noch dieses Weihnachtslicht dazu. Wenn Rallye ist, fährt der Cousin nicht, ne? Halt mal wenigstens. Okay, die Polizei steht wieder hier außen. Der Radarbuster 3000 springt wieder an. Gut zu wissen. Schön Auto. Ich weich freiwillig aus. Da hinten kommt angeschissen. Oh, da kommt noch einer, Nicht. Da hängt was in unserer Scheibe. Das Spiel möchte nicht, dass wir heute aufhören, oder? Ja, Windschutzscheibe ist im Arsch, ne? Da hängt wieder jemand bei uns drinne. Oh Mann, und die Stoßstange ist wieder ab. Oh Mann. Ihr wollt mich doch verarschen. Steck ein. Auspuff ist, glaube ich, auch ab, ne? Ja. Natürlich, was kostet schon die Welt? Wo ist der Auspuff hin? Da. Oh Mann, ein Glück haben wir den Helm mit, ne? Das kann ja aber auch nur uns wieder passieren, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Wir brauchen einmal, da ist er schon markiert, den Helm. So, und jetzt, den würde ich ja trotzdem noch dranhauen wollen. Auch wenn wir jetzt den nicht festschrauben können. Wir müssen dann Schraubendingsbums holen, ne? So. Setz mal auf jetzt das Ding. Oh, jetzt muss ich hier mit dem Helm auch noch fahren, wie zu Rallye-Zeiten, ey. Kann mal einer die Leiche bitte rausziehen? Na, Hauptsache der Radarbuster 3000 funktioniert noch, ne? So, ich hoffe, das Auto fährt überhaupt noch. Ja, das war irgendwie klar. Ja. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Rallye-Auto mehr. Jetzt fahren wir echt schon mit so einer halben Leiche im Auto rum, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir überhaupt jetzt hier anklicken müssen, ne? Aber jetzt steht das Auto erstmal hier. So, zack. So, ja, Helm runter. Schnell. Hey, da kommst du ja ins Schwitzen. Du Flitari. Mach mal Brett auf. Was brauchen wir denn Schönes? So, Breakcheck brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Repair auf Bogen. Engine Parts brauchen wir auch nicht. Engine Adjustment brauchen wir auch nicht. Engine Tuning brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir einmal. Suspensions Mounts Trading. Wall Cage Installs Hammer, Wall Cage Remove brauchen wir auch nicht, Nitros. Was müssen wir denn jetzt auswählen? Final Gear Change, das ist die Gangeinstellung und dann kommt ja nur die Lackierung. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir Door Left, Door Right, Fender Left, Fender Right bestimmt auch, Motorhaube machen wir vor selber mit, Pumper Front. Alles schreibt er. Na, dankeschön. Frontgrill. Car Paint Shop Regular, das brauchen wir nicht, ne? 10.000. Alter Falter. So, gut, dann machen wir das jetzt einmal. 10.000 bestellen. Ja, ich möchte dein Auto nicht nehmen. Ach, übrigens, für den Preis von 10.000, ne? Ja, bist du fertig?
Hier, für den Preis von 10.000 Marker, ne, kannst du die Leiche bitte entfernen. Dankeschön. Wenn das überhaupt funktioniert, ne? Ich weiß es gar nicht. 6,5 Stunden später. Aber was ist das? Was ist... Und die Leiche ist inklusive. Das ist ja mal nett. Ach, Fletari. Du bist so nett, aber habe ich nicht gesagt, du sollst die Leiche mitnehmen. Was ist das für ein Auto? Das ist nicht unser Satsuma. Das ist eine Krankheit. Na, wenigstens ist wirklich... Was ist der? Naja, das können wir noch dann reparieren. Das haben wir ja noch einstecken, oder? Oh, was ist das für eine Krankheit? Das ist vom Schrottplatz gesammelt. Und ein Telefon kommt. Die Tür geht nicht auf. Der Mitfahrer ist noch hier drinne. Hallo? Mir ist mit. Ja, ich bin doch schon. Bist du mich verarscht, Fletari? Ich stehe hier draußen. Rufe noch einmal an. Wo ist das Telefon hin? Wo ist das Telefon hin? Da ist es wieder. Hey, die Witzka, der will uns doch verarschen. So. Jetzt mit Gefühl. Jetzt pinkelt er hier erstmal hin. Oh Mann. Oh Mann. So, dabei gucke ich mal in den Chat, was da abgeht. Lass die Farbe so, sagt nix Niki. Das ist doch keine Farbe, das ist ein Zustand. Das ganze Auto ist jetzt aktuell ein Zustand, was da die Optik angeht. Obwohl, ja, mit dem Pornoblüsch da drin ist, glaube ich, egal, ne? So, bitte mit Gefühl. Mit Gefühl. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. So. Na, das sieht ja gut aus. So. Ich würde mal sagen, das Auto ist eh versaut mit dem Pornoblüsch. Dann können wir auch den Lack so lassen. Es wird, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt nochmal kurz ins Apartment düsen, ohne dass wir hier eine Delle jetzt reinknallen. Sonst steckt der Suski wieder nicht ein. Also, wir haben ja den. Ach ja, ich muss ja erstmal wieder aufwärmen lassen. Ist auch so eine Krankheit. Eieiei. Leon Jungmann, I believe I can fly. Das stimmt. Ja, ich bin ja noch dabei, dich aufzuwärmen. Meine Güte, bleib da mal ruhig. Obwohl, wir haben doch hier... Was brauche ich denn dafür? Komm, ich zufällig... Machen wir so. Da. 7er Schraubenschlüssel brauche ich. Dann können wir das gleich hier reparieren. Das hat nämlich auch keiner mehr gesagt. Das ist doch hier... Jawohl. Gibt's doch auch hier... Gut, dass ich mich daran noch erinnert habe. 7, da braucht man, ne? Dann nehmen wir doch den einfach. So. Wo ist er? Da. Einmal umstellen. Perfecto mundo. Sehr gut. Ein Glück ist mir das noch eingefallen, ne? Ach, jetzt habe ich natürlich, weil ich gespeichert habe, die Stoßstange braucht man jetzt aber nicht wirklich, oder? Ja, komm, wir fahren jetzt einfach. Was brauchst du dafür? Fletari ruft dann, dass die Reparatur fertig ist, Müller-Schmidt. Ja, schön für dich. Wir machen das Gespräch kurz und bündig. Es wird immer zu teuer. Ich glaube, es war ein 8er Schlüssel, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme jetzt mal auf gut Glück einen 8er Schlüssel mit. Den wird Fletari sowieso nicht vermissen. So. 8er Schlüssel. Zumachen. Dann fällt es nicht auf. So. Finn Bauch schreibt, es fühlt sich gerade so an, als würde ich gleich drauf gehen. Was ist da los? Habe ich irgendwas verpasst? Das klingt nicht gut. Oder liegt es an den Ereignissen, die uns hier jetzt, bis jetzt begleitet haben? Ich hoffe nicht. So. Max Speedshop, ich kurz das jetzt mal ab, den Namen, wenn es okay ist. Der Name kommt nebenbei von einem anderen YouTuber. Okay. Aber keine Ahnung, wer damit gemeint ist. So. Der ist ja fast aufgewärmt, das sollte passen. So.
Einmal runter, einmal so. Satsuma. Ich weiß, du siehst katastrophal aus. Boah, nicht so schnell, bitte. Ja, zu langsam brauchst du ihn auch wieder nicht, ne? Ich weiß, du siehst katastrophal aus. Und dir gefällt das gar nicht. Ah, da musst du jetzt durch. Stell mir vor, wir müssen noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Kurven, zwei Runden hier um die ganze Map cruisen mit Suski. Und Alkohol konsumieren. Da spielt deine Farbe sowieso keine Rolle mehr. So. Wer hat denn den Trabi hier so blöd geparkt? Alle, also mal. So, der Vermieter ist immer noch da. So, Ladies and Gentlemen, wir sind erstmal da. So, warum ist da... Ach, das backt hier einfach dann durch, wenn du das Spiel ausmachst, okay? Gut zu wissen. So. Das können wir ja gleich ins Auto packen, oder? Suski spielt dann eh wieder am Radio und an der Sonnenblende rum. Das Bier will sie ja hier vorne haben. Gut. Ich glaube, das juckt Suski auch nicht. So, dann brauchen wir noch einen Kasten Bier. Da ist er. Wenn man vom Teufel spricht, der Gesang wieder, ne? So. Warten wir nicht? Hm. Im Zimmer. So. Ja, gut. Mehr als genug, ne? So. Das wäre der zweite Kasten. So, was geht bei euch hier ab? Ich habe was gerade gelesen mit Pink. Was? Was? Leider ist der Motor nicht explodiert. Immerhin ein lustiges und ehrenvolles Ende. Aha, okay. So, es wurde ein Dislike vergeben. Na gut, da gibt es immer komischerweise sowas. Dann ist das halt so. Ändern können wir es ja eh nicht. Lassen wir uns davon nicht unterkriegen, ne? Oder wir machen es Pink. Wer ist für Pink oder zu lassen? Ja genau, den Satsuma Pink machen. Seid ihr wahnsinnig? Den machen wir nicht Pink. Wir haben jetzt eigentlich alles, glaube ich, ne? Die Beleuchtung ist an, das Bier ist da, Radio ist drin, was funktioniert. Sollte funktionieren. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Suski auch da ist. Ansonsten stellen wir den einfach vorne bei Timo ab. Ich habe doch schon Drive Mode gedrückt. Jetzt mach doch mal hin hier. So. Ja, im dritten Anfahren ist eine ganz schlechte Idee. Außer man möchte den Kolben versagen. So. Dann fahren wir mal Richtung Taimo. Jetzt bin ich gespannt. Suski muss ja natürlich auch da sein, ist klar, ne? Ist hier nicht irgendwo eine Ausfahrt gewesen? So. Nehmen wir diese Ausfahrt. Fahrt für alle. Suski ist hier schon mal nicht. Okay. Das war mir schon klar. Um 17 Uhr ist sie, glaube ich, schon wieder zu Hause bei Mama. Ne, da ist Suski. So, und ich habe gelesen. Und ich komme natürlich gerne euren Wünschen auch nach. Ihr wollt das Auto pink haben? Bitte schön. Beschwert euch ja nicht, ne? So. Oh mein Gott. Also mit dem schwarzen Akzent, das sieht dann noch halbwegs in Ordnung aus. Allgemein dieses rosa-pink-System ist nichts für uns. Ist absolut nichts für uns. So. Moi. Oh Gott. Oh, kannst du nicht das Auto laufen? Bist du wahnsinnig? So, jetzt müssen wir uns beeilen. Weil sonst haut ihr gleich wieder ab, ne? Maybe you know I would pretty cool if this car had a full leopard style interior. Maybe you know I would be pretty cool if... Jetzt sag ich ja nicht, du willst... Wir fahren einfach mal. So. Wir fahren einfach mal los, würde ich sagen. Wir probieren es einfach aus, ansonsten müssen wir... Leoparden-Porno-Bücher reinmachen.
Wenn die jetzt so weiter rummeckert, da fliegt sie achtkant raus. Beschwert sich über die ganzen Jungs, dass die so rücksichtslos sind. Hängt auch mit denen ab, ne? So, Suski, meine Nicht-Herzensdame. Darf ich die Chantal nennen? Okay, Marcel schreibt, wenn am Anfang der dritten Runde nichts kommt, dann doch umbauen. Na, dann machen wir das. Ich glaube, in Staffel 2 war es Anfang der zweiten Runde. Ich würde mal sagen, bis zu der Abbiegung, wo wir dann links Richtung zu unserem... Oh, sie ist gelangweilt, dauernd mit diesem Wirpi abzuhängen. Ah. Dinger setzen. So, und auf den zweiten schalten. Rein in die Kurve. So. Ich sag, das ist Gewinn. Du dann jetzt nicht ordentlich mit was, ne? Dann gibt's Ärger. Guck mal, dein Ex-Freund ist hier. Hat gleich mal einen Verkehrsunfall mit seinem anderen spastischen Freund gemacht. Was soll man dazu sagen? Achso, hätte ich die Chat da vorne rauslassen sollen? Tut mir leid. Ich will einfach jetzt nur ganz schnell zu uns nach Hause. Da du ja eh nur Scheiße machst. Für was bist du eigentlich gut in diesem Spiel? So. Och, der Vermieter ist immer noch da. Ich freue mich. So, Suski, jetzt darfst du raus. Ja, danke dir auch für nichts. Gut. Der Vermieter hat echt nichts zu tun, ne? Immer noch da. So. Dann kümmern wir uns einmal... Oh, der hat schon wieder gesoffen. Das ist das dritte Mal jetzt in dem Livestream, dass der Jörg gesoffen hat schon wieder mit der Party, ne? Oh Mann. So, jetzt gehen wir einmal schlafen, würde ich sagen. Dann basteln wir das ganz schnell rum zum Pornoblüchen. Dann hoffen wir, dass Suski auch nochmal da ist. Dann könnt ihr von mir aus nochmal 5 Minuten irgendwo auch auf Toilette gehen oder euch noch was zu trinken holen. Quasi wie so eine Pause machen. Ich bleib hier für euch am Ball und fahre extra die Runden noch für euch. So. Dann, zack. Schlafen wir ein letztes Mal. Uiuiui. So. Oh, Tageslicht. Wir haben das Tageslicht erlebt. Ist ja Wahnsinn. So. Oh Gott, wenn ich das Auto sehe. Oh Gott. Oh Gott. Warum? So. So. Vor allem jetzt Schweinchenrosa mit Leopardenplüsch. Weil da läuft. Hast dich verirrt? So. Wie kriege ich jetzt dieses Plüsch ab? Okay. Man muss genau zielen. Okay. Raus damit. Weg da. Weg damit. So. So. Weg damit. So, zack. Zebra, ich werd bekloppt, ey. So. Nee, du sollst nicht. So. Und das war wieder ein Satz mit X. So. So, der ganze Chat schläft noch. Freue ich mich ruhig drüber. Das ist ein Zusammenhalt, nämlich gar keiner. Wenn ihr alle einschlaft. So, warum kriege ich jetzt dieses... Da war's. So. So, es ist natürlich die Frage, wann Suski wiederkommt, ne? Die kleine Hochnäsige. Weil die ist ja gerade hier noch rumgestiefelt. Da kann man die so noch einsacken. Ne, die wird erstmal bedient sein, ne? Da hinten läuft sie. Joris, pass auf.
Ich komme hier mit dem Auto lang. Suski, steig ein. Altes Haus. Hab dich nicht so. Hab extra Porno-Plüsch für dich, Leoparden-Style angezogen. Ich glaube, die redet nicht mehr mit uns. 2 Stunden später. So, keine Suski. Hier ist auch keine Suski. Weiß jemand, wie man Suski hier zum Spawnen bekommt? Ich glaube, es war auch mal die Rede davon, dass man zu Hause hinfährt, dann hupt, dann kommt die raus. Aber das hatten wir, glaube ich, auch bis jetzt noch nicht einmal geschafft, ne? So. Wir probieren es trotzdem mal. Hupen. So. Hat jemand die Suski gesehen? Hallo, ich brauche das. Das ist kein gutes Omen, wenn der Motor schon wieder von alleine ausgeht. So. Ich habe gerade gelesen, wir sollen nochmal neues Bier holen. Das können wir natürlich gerne machen. Im Rückwärts-Fahrstyle natürlich. Aber es fragt mich, wann jetzt Suski wieder halt respawnt quasi. Oh, wir sollten mal aufbremsen, oder? So, Leerlauf. So. Das ist mein Kastenbier, den behalte ich. So. So. Dischke, 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 du, was du immer so dächtest. 150 Marker Bier, her damit. Einmal neu für Suski. Bitteschön. Was ist mit Baba Yaga? Baba Yaga ist guter Schnaps, du. Sagst du. So. Lieber Satsuma. Ohne Scheiß. Wir sind kurz vorm Ende. Halte bitte noch etwas durch. So. So. Das ist natürlich die Frage, wann spawnt Suski? Das ist genauso wieder jetzt in der Frage. Heidi Witzka. Heidi Witzka. Ich drehe jetzt, wenn man sieht, eine Runde. Ansonsten stellen wir gegenüber dem Haus von der den Satsuma einfach mal ab. Und dann gehen wir schon mal gucken. Wir können ja uns den ja, sehr kaputten Rüstgrund noch mal angucken. Wir müssen ja irgendwie die Zeit rumkriegen. So. So. Keine Suski. Auch hier ist keine Suski gespawnt. Dann machen wir jetzt hier erstmal eine Pause, was das angeht. Ich stehe neben dem, da war ein paar Schalter, zack. Let's go. Alles aus. Wie geht's dir? So. Zack. So, jetzt holen wir mal hier diese kaputte Schleuder hier raus. Fahren wir mal der in die City, in der Hoffnung, dass dann Suski schon mal gespawnt ist. Ja, jetzt geht das Gekratze wieder los. Ei, 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 ei. Ja, das war klar, dass du gleich wieder ausgehst. Oh Mann. Wie habe ich ihn nicht vermisst? Ja. Ja. Alter, fährt euch.
So, jetzt wisst ihr den Grund, warum ich den einfach hier mal weggesperrt habe, ne? Ja, okay. So, let's go. Ui, komm mal raus aus dem Winterschlaf, da. Hey, die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, die Witzka. So, endlich ist er angesprungen. Hoffen wir mal, dass es so bleibt, ne? So. Hupe geht auf jeden Fall. Hei, hei, hei. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich hoffe, der Cousin kommt nicht gleich wieder entgegen, ne? Zack. Nein, mach langsam. So. Wow, warum hast du jetzt... Oh mein Gott, warum hast du jetzt weggezogen? Warum hängst du plötzlich so komisch da? Fragen über Fragen. So, die kriegen wir da hier nie wieder weg, die Karre. Oh mein Gott. Da gab es gerade einen Schlag auf die Hinterachse. Na komm. Let's go. Komm, das schaffst du. Jetzt bergab, ne? Das zweite. Ist immer schön, wenn die Autos ihr Eigenleben entwickeln, ne? So. Den Rusko zum Abschluss auch noch mal gefahren. Ich werde ihn auf jeden Fall in Staffel 3 nicht vermissen. Boah, was eierst du jetzt auf immer so rum? Ei, ja, ja. Alles klar, du hast gesehen, dass du gesenkt kommt. Alles klar. Dann ist es verziehen. So. Mir mal, dass Suski endlich da ist. Es liegt einfach nur an Suski. Wenn es natürlich zu lange dauert, wenn wir das jetzt hier nicht im Livestream alles miterleben, dann müssten wir wahrscheinlich noch mal eine Let's Play Folge dranhängen. Hier ist wieder Süßke nicht gespawnt. Auch hier ist Süßke nicht gespawnt. So. Schießen wir einfach kurz nochmal nach Hause. Dann werden wir nochmal den ganzen Tag schlafen. Der muss ja irgendwann mal auch mal wiederkommen, ne? Die muss ja irgendwann auch mal wiederkommen. Die muss ja auch mal einkriegen. Sag ja, Schnepfe. So. Dann holen wir den hier mit zur Family dazu. So. Einmal anbremsen. Das geht auch schon von selber aus. Die gute Schrottlaube, wie habt ihr sie vermisst? Nicht. So. Gut. Dann gehen wir noch einmal schlafen.
Vielleicht klappt es ja am Freitag in-game. Die muss ja auch irgendwann mal wiederkommen, ne? So, gute Nacht an alle, die schon jetzt in die Haie gehen. Das Boot ist... Dieses... wir wurden rausgeschmissen, wa? Wir sind rausgeschmissen worden. Möchtest du das Geld haben? Krieg ich jetzt noch eine zweite Chance? Ich möchte gerne dein Apartment bieten. Das noch nie ausprobiert, ne? So. Mal die Tür raus. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich funktioniert, ne? Lass mich doch mal hier den Abschleppseil ranholen. So. Naja. Die Tür passt ja da aber auch nie. So. Wie hat man den jetzt hier festgemacht? Da. Nee. Da war er. Na. So. Passt, wackelt und hat Luft. Na, jetzt bin ich mal gespannt. So. Wir müssen ja nur loswerden, ne? Oh, das klang gut. Oh, das klang gut. Entweder das Seil gerissen oder wir waren richtig gut jetzt. Auf einmal. Das war ja ohne Widerstand. Na. Mach doch mal die Tür auf. Oh, wir haben ihn rausgezogen. Ich glaube durch die Glasscheibe. Ich habe gerade die Glasscheibe hier noch liegen sehen. Ja, läuft, ne? Oh. Sachbeschädigung. So. Na, läuft. Ich komme gerade wie in Fast and the Furious 5 vor. Wie komme ich jetzt daran? Immer so eine dumme Frage. Jetzt haben wir den ja geknackt. Also rausgezerrt. Wie kriegt man den auf? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, der im Laden geht nicht. Ja, super. Zum Glück habe ich jetzt den genommen. Aber ich komme ja gar nicht jetzt ran. Wie? Doch, so hier, Lock, alles klar. Den muss ich bestimmt aufschlagen, oder? Oder mit einem Schraubenschlüssel. Ah, ich würde es jetzt mit dem Schraubenzieher ausprobieren. Ist das richtig? Komm hier ans große Jackpot ran. Ich weiß gar nicht, ob sich überhaupt dieses Verbrechen lohnt, ne? So. Schraubendreher, sehr gut. Wie in Fast and the Furious 5. Einfach mal durch die Stadt gezogen, den Tresor. Gut, das ist ja ein Spielautomat, aber ist ja auch sowas wie so ein Tresor, ne? So, irgendwie sammeln wir jetzt gerade alle Fahrzeuge, die es hier in Meisamaka gab, oder? Oh mein Gott. Ach, komme ich ja wieder? Ne, den hatte ich hier hinten, glaube ich. Vorsicht. Gut. So. Auch mal im Busch, damit niemand sieht. So. Ach, jetzt hat er sich wieder gedreht, ne? Wie blöd ist das denn? Wie blöd ist das denn? So, dreht das mal rum, das Ding hier. So. Dann. Da. Zack. Ich hätte gerne den Schraubenzieher. So. Voila. So. Take Coins. Errungenschaft freigeschalten. Sehr schön. What the hell are you doing? Fallen jetzt die ganzen kleinen Münzen raus? Oder was wird das jetzt hier? Oh Mann. So, stell dir mal hier so hin. Unter Zeugen hier die Maschine ausgeraubt. Läuft auch gut bei uns. So. Hier hinten kommt ja nichts.
Aber ich... Achso, ich muss hier... oh Gott, einzeln anklicken. Wie viel gibt es da raus? Das kann ja Ewigkeiten dauern, ne? Also wenn das stimmt, dass man reich wird, wie oft soll ich dann daran klicken? Oder kann man sich einfach irgendwo hinstellen und sich dann bedienen, wie man möchte? Das kann ja Ewigkeiten dauern. Halleluja. Komm, wir machen jetzt noch auf die 20.000, würde ich hoch. Jetzt klickt dann ein bisschen die ganze Zeit. Und dann können wir jetzt noch den Strafzettel bezahlen. Mit F kann man nichts beschleunigen oder so, ne? Gut, dann machen wir das hoch auf 20.600 irgendwas. Wenn es überhaupt so viel gibt. Falls ja, dann bezahlen wir noch den Strafzettel. Dann haben wir es geschafft für den heutigen Livestream. Wir sind eh schon über die Zeit. Und dann wird es nächste Woche, war sowieso geplant, dass wir da mal eine Woche Pause machen. Dafür kommt dort mal eine neue Folge, ein neues Format von My Summer Car. Lasst euch da überraschen auf jeden Fall. Und da wird es dann nächste Woche eine Sonder-Let's Play-Folge geben, dann mit dem großen Finale quasi, dass wir dann endlich abgeschlossen haben. Und die Woche darauf geht es dann endlich los mit Staffel 3 und die wird wie gesagt so aussehen, dass wir mal, wie am Anfang von Staffel 1, einmal komplett die Staffel ohne Mods spielen werden. Das wird eine große Herausforderung werden, bei den ganzen Sachen, die du mittlerweile machen kannst. Ich sag nur den Heuballenjob, ne, alleine. Das wird schwierig. Oder dann, wenn wir den Satsuma zusammenbauen, ohne die Schraubenschlüsselangaben, könnten wir uns doch mehr oder weniger einen Ast suchen, was die passende Schraubengröße angeht. So, 10.000 haben wir schon mal, die Hälfte haben wir. So, mehr als nur klicken geht hier gerade gar nicht. Aber jetzt noch den guten Abschluss hier haben, dass wir den Strafzettel bezahlen können. Wobei ich glaube, wir können ja... Ja, wir müssen uns wieder ins Haus beamen. So. So, geben wir mal Turbo-Modus hier ein. Klick, 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 klick. Ich hätte gedacht, dass du hier die ganzen Scheine rausholst oder so, aber dass du hier die ganzen Coins einzeln rausholst. Hm. So. Wir werden, denke ich mal, also geplant ist auch, wenn es mal irgendwelche interessanten Mods gibt, dass wir dann quasi wie mal so eine Sonderfolge machen, wo wir dann quasi nur die Mod vorstellen, aber das jetzt nicht direkt ins Let's Play einfließen lassen. Sprich, quasi zwei verschiedene Spielstände werden wir dann machen. So, also der eine wird dann wirklich, wie gesagt, komplett ohne Mod sein und der andere wird dann einfach mal zum Vorstellen von den diversen Mods sein. So. Aber auch wirklich ohne Mod. Habe ich ja gesagt. So, GM schreibt ja und auch ohne Cheatbox. Und no Clip. Habe ich ja gesagt. Ohne Mods heißt ohne Mods. So. 13.400. Wir haben es gleich geschafft. Locked? Habe ich den jetzt zugemacht? Anscheinend. Jetzt geht er wieder zu. Oder ist es leer gekauft? Das ist leer gekauft. Gut, dann können wir doch den Strafzettel leider nicht bezahlen. Schweinerei. Okay. Also, was hat man? 6.000? Gut, 7.000 ungefähr haben wir jetzt rausgeholt. Na, das läuft. Aber den Strafzettel konnten wir trotzdem nicht bezahlen. Dann hatten wir das auch in der separaten extra Let's Play-Folge machen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende mit der neuen Folge zu My Summer Car. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat euch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal einen wunderbaren, schönen Abend, schöne Nacht. Schlaft dann gut, auch bei dieser hässlichen Wärme. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche zu einer Sonder-Let's Play-Folge für Staffel 2, wo wir dann das große Finale haben und zu einem neuen Folge, zu einem Sonderprojekt rund um My Summer Car. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich bis zum nächsten Livestream oder zur nächsten Let's Play-Folge auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.